Willkommen zurück zu World of Warcraft. Beim letzten Mal haben wir einen stundenlangen Weg gesucht zum Questgeber, weil wir immer noch nicht fliegen können und weil wir wahrscheinlich auch niemals fliegen werden hier in Legion. Ja, das ist halt, sowas, wo ich jetzt so sage, so, ja, ist halt wie es ist. Kannst du nichts machen, kannst du machen, gucken so. Ne, klar, ich könnte halt hier fliegen, farmen und fliegen, farmen und fliegen, farmen und fliegen, farmen. Also halt die Fähigkeit, fliegen zu erlangen. Sorry, wollte ich gar nicht anhauen. Aber das habe ich gar nicht so unbedingt vor. Na, einfach weil für mich ist halt der Charakter, der Account halt wirklich einfach nur fürs Let's Play da und dafür jetzt den Aufwand zu betreiben, dass ich fliegen kann, ja, bin ich ganz ehrlich, nee. Also, nee. Deswegen hatte ich ja schon mal überlegt, dass wir vielleicht dann den Charakter dann rüber transferieren auf meinen Hauptaccount oder halt, dass ich dann dort dann halt 110er eben schnell hochspiele und dass halt das dann halt so als gesammeltes Gedönsding ist, weil, ne, fliegen kannst du halt auch mit dem ganzen Account machen und das ist dann für mich persönlich sinnvoller als der andere Krams. Was ist euer Begehr? Es hatte ja damals Gründe, warum ich dann halt den Account hier eingerichtet habe. Sonst hätte ich das wahrscheinlich auch nicht gemacht. Und ja, nur denn, so ist es halt. Müssen wir halt jetzt hier wieder 5 Stunden lang durch Sucher mal reisen und dann gucken, dass wir, sag schon, zum Questziel gelangen können und all so ein Krams. Ne? Ist dann halt wie es ist, muss ich halt mit leben. So, es ist aber auch mal wieder schön, dass ich auch mal wieder ein paar Kommentare gekriegt habe, über die ich halt mal so ein bisschen was reden kann. Ne, das passiert ja sonst irgendwie in den letzten, ja doch, teilweise Monaten schon ein bisschen weniger. Auch wenn das halt Kommentare überwiegend waren, dessen Inhalt man vielleicht auch ein bisschen negativ auffassen kann. Ne? Wie zum Beispiel halt hier, ne? Jemand hat geschrieben, fliegen, mach weniger Videos, farm dir dein Fliegen und dann klappt das auch. Wer ist da? Ja. Wer sagt, dass ich weniger Videos machen will? Ja, und gleichzeitig muss man halt auch sagen, WoW reizt mich einfach nicht mehr so wie damals meiner, in Anführungszeichen, Blütezeit, als ich, WoW hart gesuchtet habe. Ne? Das ist halt so. Und dementsprechend kann ich mich halt auch kaum noch irgendwie dazu umbringen, irgendwie, sag schon, mich großartig jetzt hinzusetzen und sagen, ey, ich fahre mir jetzt das Fliegen hier zusammen. Ne? Weil, nee, also, nee. Weißt du? Dafür reizt es mich einfach derzeit zu wenig. Und der Aufwand, der teilweise dafür betrieben werden muss, ist verglichen mit der Zeit, die ich dafür zur Verfügung habe, sehr wenig und echt ätzend. Ne? Ja, und so ist das dann halt. Ja, aber was willst du machen? Ist halt so, wie es ist. Na, und zum Punkt weniger Videos machen. Ja, ohne dass jetzt hier irgendjemand gleich Panik kriegen muss. Ja, aber würde ich weniger Videos machen? Wäre WoW mit eins der ersten, die tatsächlich dann darunter leiden würden. Ist halt so. Na, dann würde ich tatsächlich einfach weniger WoW-Videos machen. Einfach halt auch aus dem Grund, weil derzeit zum Beispiel mache ich halt WoW-Videos einfach nur, weil ich drauf warte, dass halt WFA kommt und halt endlich wieder neue Content. Auch wenn ich hier halt noch nicht die LFR-Raids gesehen habe, aber naja. Wenn ich mich anmelde, dann komme ich auch kaum rein, weil ich auch nie mittwochs irgendwie spiele derzeit. Na, wo halt dann die Hauptanmeldezeit für LFR ist, wo alle dann mit einer neuen ID haben und hast du nicht gesehen. Ja, das ist so manchmal das Problem. Aber was willst du machen? Ist halt wie es ist. Ne? Ja, und so kommt es dann, dass, ja, ich glaube, WoW wäre mit das erste, wo ich sagen würde, ja gut, wenn ich weniger Videos machen
will, / muss, aus welchen Gründen auch immer, dann wäre WoW tatsächlich das, was zuerst gestrichen wird. An zweiter Stelle vielleicht sogar Minecraft. Ja, weil das sind halt so Dinge, die haben kein Ende. Und das wären dann die Dinge, die dann halt sowieso dann einfach beendet würden. Weil wegen ist so. Ne? Und dann habe ich schon allein deswegen wesentlich mehr Zeit. Ne, jetzt hier auch WoW derzeit. Ich will das halt endlich bald anfangen, aber ne, derzeit ist es halt immer so, dass ich meistens am Tag, wo halt dann das Video kommt, halt auch das Video mache. Was meistens daran liegt, dass ich einfach das Video produzieren von WoW speziell einfach vor mir hin prokrastiniere. Einfach weil passiert ja nichts, so gefühlt. Deswegen will ich halt jetzt auch endlich mal bald, wenn ich mich halt endlich mal dazu umringen kann, mit den Hexmeister endlich anfangen, ne? Wo ich dann halt jede Quest halt auch vorlese und sowas, was mir dann vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Spaß macht. Nur die Sache ist halt für mich persönlich, das ist einfach eine persönliche Macke, ne? Ich muss einfach mit manchen Dingen erstmal endlich anfangen. Ne? Und wenn ich damit angefangen habe, dann läuft das auch. Na, aber ja, so ist es dann halt, dass ich dann halt jetzt hier dieses WoW-Let's Play habe und halt, ja, teilweise so denke so, ja, machst du halt, weil du in Anführungszeichen, ja, in Anführungszeichen, musste. Verstehst? Und das ist manchmal so ein bisschen so. Ja, ich habe auch demnächst mal wieder vor, dieses WoW-Let's Play zu streamen, nebenbei halt irgendwie auf Fragen einzugehen oder sowas. Und dieses dann halt wieder als Live-Let's Play aufzunehmen und nebenbei dann halt in Folgen aufzuteilen und. Na, einfach weil wegen, habe ich da halt wieder so ein bisschen Puffer. Ja, so dass ich dann mich dahingehend nicht unbedingt stressen muss. Das ist zumindest so grob der Plan. Da. Ja. Na, da ich dann halt, keine Ahnung, wieder so 12 Folgen habe, die erstmal vor sich hin existieren können. Im besten Fall dann, wenn ich dann halt auch das mit dem Hexenmeister angefangen habe. Weil reicht das dann tatsächlich für 12 Wochen oder so. Weil wie gesagt, ne, wenn halt die Hexmeister-Gedöns-Dingens kommt, dann. Was soll das? Hört mir zu! Ich bin der Alpha! Ja. Dann gibt's dann die Hexmeister-Let's Play-Quest-Reihe dann einmal die Woche, genauso wie dieses hier, gibt's dann auch einmal die Woche, genau wie den Rollentausch. Ne? So ist das. Okay. Dino hat gegessen, sehr schön. So. Aber ja. So viel dazu. Na, und ich persönlich finde es halt wirklich so ein bisschen unnütz, mir hier einmal Fliegen zu skillen, wenn ich das halt irgendwann, wenn ich halt mal Bock drauf habe, das mit meinem eigenen Hauptaccount halt auch nochmal fröhlich vor mich hin freischalten muss, / wollen würde. Weißt du? Ist halt immer alles so eine Sache. Aber was willst du machen? Ist wie es ist. So. Also ja gut, was heißt eigener Hauptaccount? Das ist auch mein eigener Account. Den habe ich ja eigentlich nur fürs Let's Play quasi kreiert. Aus Gründen. Dabei belassen wir es. So, da lang muss ich. Ich will immer direkt zum Punkt anlaufen und gut ist, aber nö. So.
Sind wir schon da? Sind wir schon da? Ich glaube nein. Ach, ach, von denen soll ich 50 Stück töten, sag das doch. Sag das doch, sag das doch, sag das. Ich hab die Quest nämlich hier in der Auflösung gar nicht gesehen, deswegen war ich gerade verwirrt. Ist ja auch süß. Einfach die ganze Zeit 1 drücken und dann wird er schon. Ne, und ja, ein anderer Kommentar, den ich bekommen habe, war halt so. Ja. Also ich fand ja deine ersten Folgen bis Folge 400 fand ich ja okay. Seitdem gucke ich dich irgendwie nicht mehr, weil es langweilig geworden ist. Hab ich mal nachgeguckt. Folge 400 und Folge 500 noch waren halt auch immer noch mit Old Gothic und Amigaling. Dann lag es also daran nicht. Ja, die ersten 150 Folgen waren ja auch noch ohne irgendwen. Also daran, dass es halt jetzt auch alleine ist. Daran liegt es auch nicht. Also manchmal verstehe ich halt nicht, warum genau ich dann halt für manche Leute langweilig bin. Ich meine, gut, ist halt deren Problem, nicht meins. Ja, ich mache mein Ding und ich richte mich nicht nach anderen. Sowieso. Ja, aber man versucht dann dennoch halt irgendwie nachzuvollziehen, warum halt manche Dinge so sind. Ja, meistens ist es wahrscheinlich halt einfach nur Interessenveränderungen, die sich einfach geändert haben im Laufe der Jahre. Ja, das ist halt so. Kannst du nichts machen, kannst du machen, Punkt zu. Ist so. Ne? So. Willst du einen hier noch töten? Ja, tot. Aber muss ich nicht töten. Okay. So, jetzt aber. Ja, jetzt habe ich fertig. Also, es gibt halt so Dinge, verstehe ich nicht, muss ich vielleicht auch nicht verstehen, ich weiß es nicht. Aber ich bin da ganz ehrlich, das ist nicht mein Problem. Wenn jemand mich langweilig findet, dann ist das nicht mein Problem. Elisandes Leute wollen die Stadt durchkämmen und Andersdenkende aufspüren. Mhm. Wäre doch eine Schande, wenn Suesh aus der Menagerie entkommen und das verhindern würde. Ja Mensch. Das ist ja jetzt eine Weltquest geworden. Ja, ist ja toll. So, dann holen wir uns mal den Aquan. Ah ne, hier muss ich noch hin. Oder? Das ist doch eine Weltquest. Ja, ne, danke. Nee, 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 nee. So, und jetzt der Arkwein. Ich komme hier wieder nicht rum, ne? So. Der ist da drin. Okay. Na, aber es ist halt auch wieder schön, halt auch wieder Kommentare diesbezüglich zu haben, ne? Viele schreiben halt auch immer wieder so, ey. Du hast wesentlich mehr Abonnenten verdient und halt auch, ne, derjenige, der halt sagt so, wer ist ja, ich fand so deine ersten 400 Folgen fand ich super und seitdem finde ich dich langweilig. Hat halt auch im gleichen Atemzug geschrieben vorher, so, ey, ich finde ja, du hast viel mehr Abonnenten verdient, aber du bist halt langweilig geworden. Ja. Gut. Ist ja nett, dass er das eine schreibt, auch dass er das andere schreibt. Aber ich habe keinen wirklichen Einfluss auf irgendwelche Abonnenten und es ist mir auch gleichzeitig ziemlich schnuppe. Weil es sind Zahlen. Zahlen sind mir immer noch Wumpe. Ich sag das ja immer wieder in Minecraft und ich meine das halt auch so. Es ist mir sehr egal, wie viel Aufrufe ich habe. Ja. Wie viel Abonnenten ich habe und. Das ist mir so egal.
Ne, deswegen halt auch. Also WoW ist halt immer noch, dass das halt, also das Let's Play, das halt die meisten Aufrufe halt auch bekommt. Auch wenn es halt schon um 50% gesunken ist tatsächlich. Oder sogar noch mehr. Wir hatten ja zwischendurch mal ja fast 300 Views pro Video. Jetzt sind es so um die 100. Ja, aber dennoch ist es halt die Let's Play-Reihe, die die meisten Aufrufe erzielt pro Video. Und dennoch würde ich halt jederzeit sagen, wenn ich weniger Videos machen würde, dann wäre WoW das erste, was was dann nicht mehr kommen würde. Ne? Wie gesagt, halt, ne? Das ist nicht das, was ich erziele. Definitiv nicht. Ja, nach wie vor kommt WoW. Keine Panik. Ne? Aber halt, ich finde, es unterstreicht halt auch nochmal, dass es mir ziemlich egal ist, wie viele Views und Abonnenten ich habe. Das ist mir so egal. Klar, ne? Es würde halt viele Zuschauer würde halt sagen, ja gut, dann gucke ich dich halt gar nicht mehr. Könnte ich voll und ganz nachvollziehen. Aber dann ist es halt so. Ja. Ich sag mal so, WoW und auch Minecraft, dadurch, dass es halt endlos Projekte sind, weil diese Spiele niemals wirklich ein Ende haben, werden sie irgendwann enden. Das ist halt unabdingbar. Naja, da kann man auch noch den 30. Charakter anstellen, aber es bringt halt nichts. Ja. So, wie komme ich jetzt da hin? Ich habe keine Ahnung. Wer ist da? Wer ist da? So. Na, sie ist ja wieder die Menagerie. Ich glaube, ich muss da hinten irgendwo oben hoch, ne? Ja, wo ist hier eine Treppe? Ich habe keine Ahnung, ich kann mich hier doch nicht aus. Ich kenne mich hier doch nicht aus. So, ja nicht. Ah, es sieht hier schon gut aus. Sieht schon sehr treppenartig aus. Ja, damit kommen wir noch nicht dahin, wo ich hin will, ne? Nee. Noch lange nicht. Dann gehen wir mal da vorne die Treppe hoch. Das sollte dann genügen. Hoffe ich. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Irgendetwas stimmt hier nicht. So. Noch ein hoch, ich glaube, ne? Also ihr könnt halt auch nach wie vor halt gerne halt Kommentare stellen oder halt Fragen, die ich dann halt so in den Videos halt beantworten kann, / soll. Das gibt mir ein bisschen mehr Motivation in dem, was ich hier tue, indem ich hier einfach durch Zuhörer mal laufe und Quest mache, ey. Oh Gott. Also wenn du denkst, ne, war Schier, war ein beschissenes Questgebiet. Fand ich ja nicht mal, ne, aber es gibt halt Questgebiete, da sagt so jeder so, ey, das ist ein beschissenes Questgebiet. Nee, Sucher mal. Für mich ist Sucher mal das schlimmste Questgebiet, das ich seit. Also. Seit sehr, sehr langem habe. Eine Täuschung. Wer ist da? Was verbergt ihr? Eine Täuschung. Was verbergt ihr? Seit sehr, sehr lange. Guten Tag, der Wein, ne? Den nehme ich mal mit. Oder auch nicht. So. Geht doch, geht doch. Und wir haben den Wein. So, wo soll ich jetzt den Wein hinbringen? Da unten. Ich frage mich gerade, warum er mit automatisch den falschen Weltquest gemacht hat. Wer sagt denn, dass ich das will? Ja? Keiner, richtig. So, wir müssen mal nur noch irgendwie wieder zum Questgeber kommen. Geht ja schnell. Ich habe ja nur die halbe Armee hier hinter mir, weil ich mich nicht vorher verwandelt habe, weil ich so ein Talent war. Ich bin ein Krieger, ich habe nicht in Talents geskillt, ja?
Aua. 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 Penner. Ja, ja. So ist das. Ich will da rum. Ach komm. Kein Fahrrad verfügbar. War ja klar. So. Ach komm. Jetzt ist da noch so ein scheiß Caster. Ich hab bestimmt Carsten mit Vornamen. Carsten, der Caster. So, verkleiden. Und dann weiter durchs Dickicht und keine Ahnung wohin. Ich bleib dabei, ich suche mal beschissenstes Questgebiet ever. Wir sind fast da. Es dauert nicht ganz so lange wie beim letzten Mal, hoffe ich. Irgendetwas stimmt hier nicht. Und jetzt ein bisschen mehr links halten. Eine Täuschung. Was verbergt ihr? Oh, da ist eine Quest. Shit, da ist eine Quest. Dann gehen wir nochmal da durch, nehmen mal hier eine Quest an und freuen uns, dass wir hier noch eine Quest haben. Yay! Hallo, Lesbin, Silberblatt. Meine Arbeit ist unvergleichlich. Meister, ich arbeite noch an der Spange für die Eilbestellung. Amateurhändler lieben Ausreden. Ein Meister findet Lösungen. Ja, gut. Lassen wir es mal dabei, ne? Ich mache jetzt hier erstmal eine Aufnahmepause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir weiterhin durchsuchen, mal durchquesten. Bis dahin, viel Spaß auch noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.